Das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Das erste Mal ein Interview mit dem gewählten Politiker Roger Köppel. Als Mitglied jetzt von ihm während Jahren verhöhnten Klasspolitik. Früher haben wir Streitgespräche gemacht zwischen den zwei Journalisten. Heute eine andere Form, also eine Premiere. Danke, dass du gekommen bist an diesem Abend live im Studio. Roger, was hat dich am meisten überrascht in Bern? Ja, was hat mich am meisten überrascht in Bern? Vielleicht, ich konnte jetzt erst mal also Fraktionssitzungen teilnehmen von der SVP. Ich habe das ja vorher immer ein bisschen von außen beobachtet. Und vielleicht, was mich am meisten verblüfft hat, positiv verblüfft hat, ist die von dir immer wieder abgestrittene, weggewiesene, sehr gute Streitkultur in dieser Partei. Also die offenen Diskussionen, die man dort hat, ist eben nicht so, wie du immer behauptet hast, auch in unseren Radiosendungen, das sei eine Art so ein gläubiger Gottesdienstverein, wo alles nachgebetet wird. Im Gegenteil, das ist also eine hochkontroversielle Sache, wo sogar du dich könntest wohlfühlen drin. Meinst du? Wird nicht passieren, aber ich habe gehört, du hast in den ersten paar Sitzungen dich sehr zurückgehalten. Das wird sich sicher bald ändern. Jetzt am Wochenende. Das stimmt, das würde ich jetzt so bestreiten. Allerdings wäre das schon ein Verstoß gegen das Kommissionsgeheimnis, wo du mir dann sofort würdest vorwerfen. Keine Kommission, also Fraktionssitzung. Ein Fraktionsgeheimnis, Entschuldigung. Gut, also am Wochenende, also die Rücktritt, vor allem von Toni Brunner, hast du das im Vorfeld gewusst? Nein, ich habe das also nicht gewusst. Es hat sich vielleicht ein bisschen abzeichnet gehabt. Man hat das vielleicht können aus verschiedenen Gründen vorausgeben. Ich habe es also nicht gewusst. Ich war überrascht gewesen. Also am Sonntag dann in der Zeitung, der Sonntagszeitung, der Albert Rösti und der Toni Brunner, die sagen, sie freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Christoph Blocher. Und er gibt dann, so am Rande bekannt, dass er auch zurücktritt. Jetzt frage ich mich, ist das eine Kommunikationsbanne gewesen, oder hat der Christoph Blocher einfach gesagt, wenn ich zurücktrete, mache ich das nicht mit anderen zusammen, sondern ich will da einen Einzelauftritt haben? Das kann ich nicht beantworten. Jawohl. Da müsste man den Christoph Blocher einladen in die Sendung. Aber du bist ja aber ich glaube, was man sicher sieht, ist einfach die Struktur von der Partei, die sie jetzt klar mit diesen sieben Vizepräsidenten, mit dem Präsident Brunner, der ein hervorragender Präsident war, das ist eine Struktur, die nach der Abwahl von Christoph Blocher gekommen ist, die sich als sehr erfolgreich erwiesen hat, jetzt zum besten Wahlergebnis seit 1919 für eine Einzelpartei geführt hat. Und das Ziel von dieser Struktur war ja die Wiederherstellung der Konkurrenz. Zwei Bundesräte für die SVP, das Ziel ist erreicht worden. Und jetzt finde ich das völlig legitim und irgendwie gut, dass da über eine neue Struktur geredet wird. Okay, man hat ja jetzt die zwei Berner an der Spitze, der Albert Rösti als designierter Präsident, obwohl da irgendwie noch gar keine Wahlen stattgefunden haben. In der Demokratischen Partei ist das irgendwie per Akklamation. Ich weiss nicht. Und dann der Adrian Amstutz als Fraktionschef, auch in Bern. Zürcher müssen jetzt nachrücken. Und so die jungen Böckli, die Köppels und Matters. Und du hast gesagt, du lässt das auf dich zukommen. Also ein klares Zeichen, dass du das willst machen. Kann man sich in dieser Phase nicht vorstellen. Ich habe schon gedacht, dass du jetzt wieder mit deinem grossartigen, subtilen, psychologischen Einfühlungsfürmögen da wieder eine Verschwörungstheorie aus dem Haus entwickelst. Du bist vor einem Jahr noch nicht mal Parteimitglied gewesen. Und wenn du jetzt im Parteivorstand kennst, wäre das auch in dem Sinn eine Rekordkarriere, wie sie die Schweiz noch nie erlebt hat. Ich würde das jetzt als klare Schawinski-mäßige Überinterpretation anschauen. Und ich sage dir jetzt etwas. Ja. Die ganzen Diskussionen, jetzt auch die Personaldiskussionen, sind für mich gar nicht so wichtig. Sie sind eigentlich überhaupt nicht wichtig für mich. Ich konzentriere mich jetzt darauf, die Durchsetzungsinitiative zu pushen, zur Ausschaffung von kriminellen Ausländern und das Asylreferendum, um die enormen Missstände, die wir in dem Asylbereich haben, zu bekämpfen. Das ist für mich die Priorität. Das ist für mich der Schwerpunkt. Ja, klar, und Strukturen, das wird sich ergeben. Da werden wir eine gute Lösung haben. Übrigens, es stimmt nicht, was du sagst, dass das nicht demokratisch ist. Der Toni Brunner hat gesagt, der Albert Rösti, hervorragender Wahlkampfleiter, soll das machen. Wenn irgendjemand sich bewerben will, kann er kommen. Du könntest dich auch noch bewerben, müsstest vielleicht vorher noch der Partei beitreten. Ja, so wie es du gemacht hast, dass du am gleichen Tag dann gerade Kandidat wärst. Also, es hat ja verschiedene Highlights in dieser Session. Sicher das Highlight war die Bundesratswahl. Und dort ist vor allem ein Bild in Erinnerung geblieben. Kompromisse sind etwas Positives. Sie entsprechen unserer Konsensdemokratie. Sie sind etwas typisch Schweizerisches. Also, alle hören zu, nur einer tippt, ist nicht weg.
Also, das wird als respektlos angeschaut. Nein, also absolut. Wieso? Ich war der Parlamentarier, der diese Rede am aufmerksamsten verfolgt hat. Ja. Ich habe sie nämlich gerade in meinen Artikel für die Weltwoche eingearbeitet. Ich bin ein Milizpolitiker, ich muss arbeiten. Und das hier, das ist eben interessant, das ist eben das manipulative Fernsehen, das du viel zu wenig in Frage stellst. Weil es hat nämlich noch zwei Standing Ovations für Frau Wittmann-Schlumpf gegeben. Ja. Wer ist aufgestanden und hat auch applaudiert? Roger Köppel, obwohl wir einen Stromausbruch in Zürich hatten und ich meinen Artikel beschleunigt haben müssen abgeben. Das ist ich musste arbeiten. Das schauen wir doch uns an. Du hast gesagt, das Schweizer Fernsehen hat das nicht gezeigt. Das Schweizer Fernsehen hat es gezeigt. Und man sieht jetzt, wir haben es jetzt sogar noch ein bisschen hervorgehoben. Roger Köppel steht auf. Alle sind aufgestanden, nur nicht gerade die Nacht. Also gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja. In dem Fall hat das Schweizer Fernsehen für einmal einigermaßen ausgewogen berichtet. Es ist da gar nicht der Freddy Herd nicht aufstehen, weil er an der Krücke war. Aber alle anderen haben müssen aufstehen. Du natürlich hast keine besondere Leistung. Aber deine Erklärung war noch interessant, wieso du das gemacht hast. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist so hoch. Also ich komme noch mehr mit über bei gewissen Sachen, die andere 100% zuhören. Auch wenn ich noch nebenbei etwas anderes mache. Also das heisst, ich bin gescheiter als alle anderen, ich kann mehr. Nein. Das ist überheblich, ich meine, den Typ zuhörst. Was kommt dir einen entgegen? Also ich muss da ganz ehrlich dir gestehen, angesichts von der, ich sage jetzt einmal, von der Unerheblichkeit von dieser Frage und auch von dem Getöse, das es um das gegeben hat, ist mir da eigentlich nur noch so ein ironischer Satz in Sinn. Aber ich hoffe, die Ironie ist nicht übergekommen. Nein, aber ich sage es nochmal, ich bin Milizpolitiker. Ja, die anderen auch. Die meisten anderen sind auch Milizpolitiker. Es gibt sehr viele Politiker in Bern, die außer dem politischen Amt und gewissen verwandten Tätigkeiten im Bundesbank kein Beruf und kein Unternehmer sind wie ich. Also für alle, die sich jetzt als Respektlosigkeit empfunden, würde ich mich da ganz natürlich hoch und heilig entschuldigen. Das war aber nicht mein Motiv, wie in den Zeitungen geschrieben worden ist. Ich habe wirklich mein Tagebuch schreiben. Aber da hättest du die 5 Minuten können. Aber es ist ja dann weitergegangen. Du hast dann dein erstes Wort. Wie wollen Sie einen normalen Schweizer, der nicht auf Ihrer intellektuellen Abstraktionsstufe zu denken imstande ist, wie wollen Sie ihm erklären, dass im Falle eines absichtlichen sich bewusstlos Trinkens die Allgemeinheit dies bezahlen soll? Genau, nimm es an. Wirkt sarkastisch. Intellektueller Dünkel, kann man dem sagen, wie du da auftrittst. Ist das der Stil, den du willst, Nein, überhaupt nicht. Aber das war eine Diskussion, wo es darum gegangen ist, sollen die Koma trinken, Jugendliche, das soll man das zahlen, also die Kosten von denen. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, wenn ich meine Zähne putze, dann muss ich auch selber dafür aufkommen. Wo ist die Eigenverantwortung? Und ich habe gefunden, tatsächlich, dass gewisse Argumente vom Herrn Bundesrat Perse, ich sage mal so, einen leicht esoterischen Charakter hatten. Leicht esoterischen Charakter? Ja, wenn ich mir die Bemerkung in dieser Sendung erlaube. Aber esoterischen Charakter finde ich noch gut, Stichwort. Du hast letztes Jahr mal einen Artikel geschrieben, bevor du eigentlich gewählt worden bist, unter dem Titel «Gekaufte Politiker». Hast die meisten von deinen heutigen Kollegen von der eigenen Partei als «gekaufte Politiker» bezeichnet. Und dann, kurz vor den Wahlen im Oktober, hat dein Stellvertreter, der Philipp Gut, über die SVP-Politiker oder viele SVP-Politiker Folgendes gesagt, was das für Leute sind. Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Windschöpfige, Hang zu Verschwörungstheorie, Sesselkleber und Nobody. Also einfach durchknallte. Und du hast dich freiwillig in so ein Umfeld begeben. Also, ich staune immer wieder die Fähigkeit von Roger Schawinski, mit so Einzelzitaten so rauszuholen. Nein, aber das ist ein Zitat natürlich. Ja. Wir müssen jetzt im Kontext stellen. Du hast schon recht. In einem Punkt ist ganz wichtig. Ich meine, ich bin ja von dir, nicht zuletzt von dir, immer dafür kritisiert worden, dass ich sozusagen die SVP nicht kritisiere, obwohl wir das immer gemacht haben in der Weltwoche. Jetzt kritisiert die Weltwoche die SVP, jetzt ist auch nicht in Ordnung. Jetzt müsst ihr euch mal irgendwann für ein Argument entscheiden, was da nicht in Ordnung ist. Weißt du, was mein Argument ist? Du hast dort natürlich die SVP, außer gerade wenn der Blocher abgewählt wurde, oder die Wahlen verloren sind, hast du immer gelobt. Aber jetzt ist eine neue Situation. Jetzt willst du sie konditionieren mit deiner publizistischen Peitsche. Und das Letzte war ja, dass mit dieser Weisswein-Fraktion, wo auch SVP-Politiker bezeichnet wurden, sind wir morgen um 11 Uhr schon der erste Schluck nehmen. Und ein Parteikollege von dir, der hat Folgendes gesagt.
Der Herr Köppel schreibt über jeden SVP-Nationalrat, wenn ihm etwas nicht passt. Vor der Wahl hat das angefangen. Jetzt geht das durch von der Weisswein-Fraktion. Aber über sich schreibt er nicht. Akzeptiere ihn nicht. Einfach nicht. Also, so. Über dich schreibst du nicht. Du hast also mehr Möglichkeiten als alle anderen. Und du musst die anderen auf diese Art und Weise irgendwie bestrafen, damit sie mehr kuschen, einfach vor dir und deiner Peitsche. Das sagt er. Köppels Peitsche und Schawinski Schlachtbank. Nein. Das wäre ja etwa die gleiche metaphorische Übertreibung. Nein. Aber du kannst ja da dazu Stellung nehmen. Nein, schau, der Punkt ist der. Der Glitzerdang hätte in der Weltwoche dazu nicht der Punkt ist der. Natürlich kann ich den Uli Glitzerdang verstehen. Er ist verrückt worden, weil ich in dieser Abstimmung, auf die er sich hier bezieht, das ist um die Armeefahrzeuge Duro gegangen, bin ich der Fraktion gefolgt und den Aussagen vom Bundesrat Ueli Maurer. Er hat eine andere Meinung gehabt. Jetzt, der Punkt ist der. Jetzt wird das so aufgespielt in einer Art ein publizistischen Kindergarten, damit der Weisswein-Fraktion und so weiter. Du hast das ausgelöst. Der entscheidende Punkt. Du hast das ausgelöst. Natürlich bin ich als Journalist, als kritischer Geist, als Roger Köppel, den du kennst, der ich bin, bin ich doch gehalten, und das ist ja mein Charakter, nicht einfach als Ja-Sager in die Fraktion zu gehen, sondern als kritischer Mensch, der auch, und das habe ich ja jetzt in verschiedenen Artikeln gemacht, auf sachliche Punkte hingewiesen hat. Ja. Der aufgespielte Weisswein-Artikel, das war ja gar keine Kritik an der SVP, da sind ja viel mehr Parlamentarier von anderen Parteien erwähnt worden. Das ist also gar nicht die ganze Disziplinierung, das ist eine journalistische Verschwörung. Aber du hast recht, ich habe da eine Doppelrolle. Eben. Und müssen wir da nicht zurückhalten und wichtig sein, ist, und dass du eine gewisse Loyalitätspflicht hättest. Ja. Innerhalb der Fraktion vielleicht sogar noch stärker als außerhalb der Fraktion. Also, das wären die Regeln in Bern, wo du jetzt einfach sagst, ich bin der Roger Köppel, ich habe eben die Freiheit, ich mache das, was die anderen nicht können. Also ich bin begeistert, dass Roger Schawinski mir da Zurückhaltung empfiehlt, und ich nehme mir das sehr gerne ins Herzen. Du hast in einem Punkt recht. Natürlich darf ich die sogenannte Doppelrolle, die aber keine ist, nicht missbrauchen. Ja. Ich kann nicht einfach irgendwo das Zeug. Das ist aber nicht mein Charakter. Aber so ich habe die SVP in gewissen Punkten kritisiert. In dieser Session im Zusammenhang mit der EJPD und so weiter. Das ist der Punkt. Das andere wird aufgespielt. Und der Punkt von der Wahl von diesen Kritikern ist der, ich darf sicher nicht meine Rolle ausnutzen, um kleinkarierte menschliche Abrechnungen zu machen und so weiter. Aber das ist ja gemacht, was du und ist dem VZ. Wir haben es vorher, Esoteriker, Windschlüpfiger. Das ist also eine Verletzung von der Persönlichkeiten von Leuten, die mit dir dort in dieser Bank sind. Der hat sich auf ganz etwas Spezifisches bezogen. Dort. Aber weißt, ein Punkt ist auch noch ganz wichtig. Also heftig. In diesem Zusammenhang ist eben ganz wichtig. Die SVP, und du hast mich gefragt, was mich überrascht hat, die SVP ist eine Partei, die offen diskutiert wird, die eben auch sachliche Meinungen und unterschiedliche Auffassungen austreten hat. Wir sind nicht eine FDP, wo wenn jemand beispielsweise eine abweichende Meinung hat, wie der Hans-Uli Bigler in der Durchsetzungsinitiative, wo der dann automatisch diszipliniert wird. Aha. Und ich bin jemand, der, wenn nötig und sinnvoll, nicht übertrieben, dort kritisch angeht, wo ich der Meinung bin, verhebt etwas nicht. Aber das erwartest du auf mich. Du würdest mir um die Ohren schlagen, wenn ich jetzt zu allem Ja und Amen würde sagen, das wäre sachlich nicht richtig. Also gut, im Zusammenhang jetzt eben mit der Departementsvergabe vom Bundesrat, die nicht in deinem Sinn ausgegangen ist, du hast das Gefühl gehabt, die SVP müsse das Departement von der Frau Sommaruga übernehmen. Verlangen. Gut, und dann hast du Folgendes geschrieben. Dem Publikum bietet sich das Bild einer Partei, die im Wahlkampf Krawall macht, um sich jetzt schnurrend ins Berner Macht- und Wohlfühlkartell eingliedern zu lassen. Die SVP ist im Begriff, zu einer normalen Partei zu werden. Ja. Das ist jetzt die schlimmste Beschimpfung von all denen, die du da in deinem Satz machst. Das heisst, es ist opportunistisch, es ist verlogen. Aber das Schlimmste von dem Ganzen ist, meiner Meinung nach, sie ist im Begriff, eine normale Partei zu werden. Ich war wirklich nicht einverstanden gewesen, und ich musste das schreiben. Ich war nicht einverstanden gewesen, als ich gelesen habe und gehört habe und mich informiert habe, dass die Departementsvergabe nach der Bundesratswahl, die ja glücklicherweise jetzt zu der endlich Wiederherstellung von der Konkordanz geht, dass die SVP dort, und zwar unsere beiden Bundesräte, nicht entschiedener den Anspruch angemeldet haben auf das Asyldossier. Das habe ich gefunden, ist ein Widerspruch zum Auftritt im Wahlkampf. Wir haben über das im letzten Jahr auch schon ein paar Mal diskutiert. Das habe ich zum Ausdruck bringen. Und das ist einfach meine Meinung, das ist meine Einstellung, das ist eine sachliche Auseinandersetzung. Aber geht das in einer Partei, wenn man da in der Partei das vertritt und es dann auch in der Zeitung schreibt? Ich meine, da haben andere wahrscheinlich das Gefühl, du hast einfach ein Schlachtermesser jede Woche, das sie nicht haben. Aber das Interessante ist ja, du sagst ja vor allem eben, du hast vor allem gesagt, in Gefahr, dass sie noch eine normale Partei wird. Das kann sie ja gar nicht werden. Nein, weil
Die SVP hat ja jetzt einen Übervater, der außerparlamentarisch, außer allen Funktionen wirkt, oder? Der gesagt hat, heute auch wieder in den Zeitungen, dass er immer noch die Fäden wieder in der Hand hat. Und da frage ich mich, ist das eigentlich dann, und das hat er deutlich gesagt, irgendwie eine Partei, die noch auf demokratischen Prinzipien beruht? Wenn jetzt einfach der Christoph Blocher so freischwebend als Multimilliardär, auch als Finanzier von dieser Partei, seine Initiative- und Referendumpolitik durchführen will? 100%. Die SVP ist sicher die Partei in der Schweiz, die Demokratie, die direkte Demokratie, Volksentscheid, am ernstesten nimmt. Das ist übrigens ein Grund, wieso ich mich entschieden habe, dieser Partei beizutreten. Aber kannst du eine Antwort geben auf die Frage, die ich gestellt habe? Dass jetzt einfach der Christoph Blocher sich da die Sonderrechte rausnimmt, die hat natürlich die Möglichkeiten, das Geld hat, das Ding, das Renommee hat. Und tut natürlich, indem er sagt, ich werde das weitermachen, schon die neue Parteiführung abtischen. Der Christoph Blocher, ja. Der Einfluss von Christoph Blocher, meine, du kennst ihn ja auch. Ja. Und du solltest es auch nicht wieder besseres wissen, damit ich es wiederholen an dieser Stelle. Die Leistung, der Christoph Blocher, sein Einfluss. Ja. Beruht auf seiner Leistung, beruht auf seinen intellektuellen Fähigkeiten, auf seinem politischen Instinkt. Und auch auf seinem Portemonnaie. Und ja, auf seinem Portemonnaie. Andere haben auch Geld, wo das in die Politik eingesetzt wird. In der SVP weiss man wenigstens, woher das Geld kommt, im Unterschied zu vielen Parteien. Aber er ist einer, der ganz klar, und das muss man einfach anerkennen, er ist einer, der seine Anerkennung oder seinen anhaltenden Einfluss beruht einfach darauf, dass er in den entscheidenden Fragen, namentlich die Verteidigung von der Schweiz, die Unabhängigkeit von der Schweiz, dass wir nicht in der EU sind. Ja, hoffentlich setzt er sich ein. Ich finde das gut. Findest du denn besser, wenn er sich irgendwo für eine Privatjacht im Mittelmeer es gibt sozusagen ein bisschen Dolce Vita. Ich finde es super, dass wir Leute System, haben, die sich so engagieren. Das System von der Gewaltenteilung und so weiter. Und wenn, wenn er einfach sagt, ich regiere nur über Initiativen oder ich politisiere über Initiativen und Referenden, tut er natürlich das Parlament und auch die Gewaltenteilung tut er abwirtschaften. Christoph Blocher verkörpert im Moment die höchste Staatsgewalt, die wir haben in diesem Staat, nämlich das Volk. Er kann als Bürger Initiativen, Referenden starten. Da kann man sich darüber entscheiden. Was mir und was dir viel mehr Sorgen machen müsst, ist, wenn heute, und das haben wir jetzt gerade am Wochenende in der Zeitung gesehen, plötzlich Bundesrichter kommen, Bundesrichter, die sagen, ja, die Durchsetzungsinitiative von der SVP, das darf gar nicht kommen, wir würden uns zum Teil gar nicht daran halten, wenn das angenommen würde. Das ist für mich ein ganz fragwürdiger Verstoß gegen Gewaltenteilung, wenn plötzlich Richter kommen, um sich über den demokratischen Prozess zu erheben. Und das sind für mich Anzeichen, Roger. Da muss ich dir sagen, das alarmiert mich jetzt gerade im Zusammenhang mit dieser Durchsetzungsinitiative. Das sind, der Christoph Blocher hat das in seiner Fernsehsendung Tele Blocher auch gesagt, das sind diktatorische Anwandlungen, die da bei uns in der Glaspolitik sind. Und zum Glück setzt sich da Blocher mit seinem Intellekt und mit seinem Engagement dagegen. Es ist ein völlig falsches oder anderes Staatsverständnis. Thomas Stadlmann, der das erwähnt hat, gestern in der Zeitung hat gesagt, es geht um die Zukunft der Demokratie. Ja. Und sein wichtigstes Zitat, es macht mir Angst, wenn eine Mehrheit die Minderheits- und Individualrechte ausheben kann. Das ist zutiefst antiliberal. Und jetzt sage ich antiliberal. Dir aber, ich habe das gelesen, da habe ich gedacht, um Himmels Willen, muss man heute schon Bundesrichter sein, um, Entschuldigung, so einen, wie soll ich das sagen, um so fragwürdige Sätze, um so einen Unsinn zu schreiben. Er hat gesagt, will man einen Automatismus bringt, dass man sagt, bei schweren Delikten müssen kriminelle Ausländer ausgeschafft werden. Das sagt er, es ist die Missachtung der Minderheitenrechte. Ja, was ist denn mit dem Recht der Opfer? Was ist übrigens mit dem Recht der Autoraser, die automatisch einen Buss bekommen, automatisch den Ausweisentzug haben? Oder bei der Zweitwohnungsinitiative? Ebenfalls gibt es keinen Messenspielraum. Also, dass da Bundesrichter plötzlich behauptet, ein Automatismus, der vom Volk in einer Volksabstimmung durchgesetzt worden ist, Verstoßung gegen die Verfassung, lag bei mir an der Verfassungsmäßigkeit und an der Verhältnis und auch am Denken von diesen Bundesrichter zweifeln. Roger, du hast ja in deiner Zeitung sehr viel über so, vor allem Sozialmissbrauch geschrieben von Ausländern. Du hast einen Spezialist, das ist der Alex Bauer, der hat seit Jahren das Thema beackert und hat das eigentlich aufs Tapet gebracht. Das ist sehr verdienstvoll. Er hat jetzt letzte Woche einen Artikel zu diesem Thema geschrieben, Durchsetzungsinitiative. Ich habe Kernsätze rausgenommen und er sagt, die Ausschaffungsvorlage, er meint eben Durchsetzungsinitiative, steht tatsächlich quer in der Rechtslandschaft. Die denkbaren Varianten stoßender Sonderfälle sind zahllos.
Der Landesverweis wird damit in vielen Fällen zur Hauptstrafe, die in einem krassen Missverhältnis zum Verschulden und zur eigentlichen Sanktion steht. Also ja. Dein Spezialist, der sich seit Jahren oder Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt hat, gesagt, es geht nicht. Also ich schätze den Alex Bauer sehr. Das ist ein super Typ. Ich kenne ihn auch schon lange. Du kennst ihn auch. Er ist ein ganz kritischer Geist. Aber du musst da natürlich schon die andere Seite von dem Artikel zeigen. Ich teile da seine Einschätzung nicht, aber sein Artikel hat behandelt die Fragwürdigkeit, die Willkürlichkeit von Richterentscheidern. Er hat gesagt, die Justiz muss sich nicht wundern, wenn solche Initiativen kommen. Da bin ich anderer Meinung als der Alex Bauer. Er hat übrigens allerdings auch in seinem Artikel geschrieben, dass eben im Straßenverkehr, in anderen Bereichen ebenfalls Automatismen da sind. Und nochmal, das Schweizer Volk hat es entschieden. Wir haben eine Ausschaffungsinitiative gehabt, die ist nicht umgesetzt worden. Das Parlament hat sie angenommen. Nein, das Parlament hat den entscheidenden Mechanismus in dieser Ausschaffungsinitiative, nämlich den gewollten Automatismus. Muss die Einschränkung des Ermessensspielraums der Richter vom Volk so verhältnismäßig abgestimmt, beschlossen, hat es ausgehebelt mit der sogenannten Härtefallklausel. Und da hat die SVP gesagt, nein, da setzt sich die Glaspolitik, der Bundesrat, über den Volksentscheid hinweg. Also ist leider die Durchsetzung. Schauen wir mal, was da drin steht. Warum jetzt dein Fachmann zu einer ganz anderen Meinung kommst als du, wo ja da auch als SVP-Politiker... Ja, gut, müssen ja nicht alle meine Meinung sein in der Weltwoche. Nein, das finde ich auch gut. Nein, aber, er soll doch ein bisschen eine andere Meinung bringen. Ja, aber gut, er ist ein Fachmann. Du bist jetzt einfach ein Politiker, der das aus ideologischen Gründen, aus Parteidisziplingründen... Aber schauen wir es doch mal an. Schauen wir doch mal an, wenn jetzt einer schon mal einen Straftatbestand gemacht hat, innerhalb von 10 Jahren verurteilt, was dann zur Ausschaffung führen. Raufhandel. Geldverfälschung steht drin. Ja. Falsches Zeugnis. Ja. Ja. Widerhandlung gegen Betäubungsmittelgesetz. Ja. Pornografie. Ja. Falsche Übersetzung. Mhm. Sozialmissbrauch. Wie viele von diesen Sachen hast du gemacht, müsstest du dann auch ausgewiesen werden? Nein, jetzt schau mal das an. Das ist lächerlich. Nein, jetzt muss ich dir mal sagen, jetzt musst du anfangen, besser recherchieren. Wieso? Du darfst auch nicht einfach alles glauben, was der Andrea Caroni und andere Gegner von dieser Durchsetzungsinitiative sagen. Ich habe es nur gelesen, im Initiativtext. Es braucht für eine Ausweisung ganz schwere Delikte oder Wiederholungsdaten. Und bei Wiederholungsdaten reden wir von einer Verurteilung, von einem Strafverfahren. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, der Herr Caroni, Harvard-Jurist, hat gesagt, wenn wir einem Nachbar einen Äpfel klauen am Abend im Garten gebe, dann werde ich mir auch ausgewiesen. Ja. Jetzt muss ich dir mal sagen, wie gross muss die Verzweiflung bei den Gegnern von der Durchsetzungsinitiative sein, wenn sie mit solchen Argumenten kommen. Zeig du mir irgendeinen Fall in der schweizerischen Rechtsgeschichte seit 700 Jahren, wo einer, weil er einem Nachbar einen Äpfel aus dem vom Bäumli genommen, von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden ist. Ich meine, das ist doch eine Bankrotterklärung, die zeigt, die Leute wollen die Kriminalität der Ausländer nicht bekämpfen. Schauen wir mal auf Deutschland, was jetzt gelaufen ist. Ja. Wir müssen doch in der Schweiz den Volkswillen ernst nehmen, Roger. Das musst doch auch du zugeben. Ja, aber Roger, ich rede nicht von Äpfel. Ich rede von das, was in diesem Initiativtext steht. Das sind Wiederholungstäter, die schon mal vorbestraft sind, die schwere Delikte begehen. Falsche Übersetzung, das hast du wahrscheinlich auch schon. Falsche Übersetzung. Und Pornografie hat es wahrscheinlich auch schon gegeben. Richterliche Verurteilung von schweren Straftaten. Du musst das nicht ins Lächerliche tun. Du musst es genauer lesen. Nein, ich habe es genau. Das ist wörtlich abgeschrieben da. Und darum frage ich mich eben, weil du sagst immer noch, das Wort liberal ist bei dir. Aber du bist von liberal, ist gar nichts mehr rum. Der Rest an der Liberalität ist weg. Nein. Es ist nur noch rechtskonservativ. Nein, absolut nicht. Ich bin im Vorzeigen Liberale, wobei ich den Begriff des Liberalismus heute gar nicht mehr verwende. Ja. Alle Leute bezeichnen sich als liberal. Du bezeichnest dich, glaube ich, auch schon als liberal. Ich tue mich nicht mittlerweile alles. Ist aber ist ja gleich. Nein, da geht es darum, wir haben einen Volksentscheid und die höchste Instanz, der höchste Gesetzes- und Verfassungsgeber in der Schweiz ist das Volk. Und das Volk hat sich ganz differenziert entschieden zwischen einer Ausschaffungsinitiative, die gesagt hat, bei gewissen Delikten, schweren Straftaten, müssen die Ausländer das Land automatisch verlassen. Und sie haben sich gegen den Gegenvorschlag vom Parlament und vom Bundesrat ausgesprochen, der gesagt hat, wir wollen den Härtefallklausel, der im Zweifelsfall heissen wird, dass kein Ausländer ausgeschafft. Also jetzt frage ich dich, das wieso tut das juristische Gewissen von eurer Partei, euer gescheiterter Ständeratskandidat, Neue National, Hans-Uli Vogt, hat gesagt, wer hier geboren ist, soll bleiben dürfen. Als Sekundos. Also das ist ja falsch, das ist lächerlich. Und jetzt frage ich mich, wieso macht ihr das? Macht ihr das aus Provokation? Oder hat er ein schlechtes Gewissen, dass er zu fest SVP-Rechtspositionen übernimmt?
Ich weiß es nicht, wieso es gemacht hat. Es ist ein völliger Unsinn. Aber es ist ein hervorragendes Interview. Es hat nur über das geredet. Nein, das Interview ist sehr gut. Er hat zum Beispiel gesagt, dass das Argument der Gegner, dass es keine Automatismen gäbe im schweizerischen Recht, nicht stimme, beispielsweise im Autoverkehr. Da hat er sich aufs Glatteis begeben und aus meiner Sicht etwas gesagt, was dieser Initiative nicht entspricht und was im Inhalt von dem... Das ist jetzt halt seine Meinung. Gut. Oh, also. Wunder, es gibt in der SVP unterschiedliche Meinungen. Es geht nicht um eine Meinung, es ist eine falsche Darstellung der Fakten. Das haben die alle gesagt. Und er ist auch abgetischt worden, wie der Hans-Uli Begley. Nein, das ist überhaupt nicht abgetischt worden. Er hat alle gesagt, es ist falsch. Jetzt hat er halt das gesagt, das entspricht nicht dem Text von der Initiative. Gut. Und ich sage dir nochmal, schau mal über Grenzen, was in Deutschland passiert. Ja. Wir müssen die kriminellen Ausländer rausschauen, wenn wir das nicht machen, Roger. Ja. Wenn wir das einfach verharmlosen und so ins Lächerliche ziehen, dann schaffen wir ein Klima in diesem Land. Auch eine extremistische Stimmung, die nicht in deinem Sinn kann sein. Die Leute langen, sie wollen nicht. 73% von allen Gefängnisinsassen in der Schweiz sind Ausländer. Das ist doch nicht in deinem Sinn, Roger. Gut, also, aber die willst du auch nicht alle ausschaffen, oder? Ja, kannst auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir eine Migration, eine Zuwanderung in Gefängnis haben. Gut. Das ist doch nicht, das hat doch keine Zukunft. Gut. Und wenn wir heute sehen, also, wir können die Diskussion jetzt da nicht weiterführen. Ich will noch auf etwas anderes kommen. Du bist ja eigentlich ein mutiger Mensch, provozierst gerne, sogar mal gesagt. Natürlich lege ich es nicht darauf an, möglichst unsympathisch zu wirken, oder? Also, du willst auch nicht everybody's darling sein, aber was ganz sicher nicht willst sein, dass du einfach zur Lachnummer wirst. Und das bist ja vor kurzem geworden mit dem Titel Schweizer des Jahres, Dornenvoller Kampf. Wer weiß, an wen das irgendwie soll erinnern. Und da hat sogar unser gemeinsamer Freund aus deutschen Zeiten, der Kai Dietzmann, gesagt, das kann ja nur in der Schweiz, nicht in der Weltwoche passieren. Ja. Dann machst du dich leicht, bist zur Lachnummer. Nein. Jetzt wirst du einfach nicht mehr ernst genommen mit solchen Sachen. Der Bildchefredakteur Kai Dietzmann, den du erwähnst, ist für mich nicht das Eichmaß der Wahrheit und des gesunden Menschenverstandes. Nein, sag ich dir eins, ich bin empört und wir haben das auch schon diskutiert. Ich habe das auch schon verschiedentlich gesagt. Ich habe es auch schon geschrieben. Ich habe mich auch schon in deutschen Fernsehsendungen für den Sepp Blatter eingesetzt. Ich finde es eine Ungehörigkeit, was da für eine Vorverurteilungskampagne abläuft. Ist ja gar kein Vorverurteilung. Er ist ja verurteilt. Er ist überhaupt nicht verurteilt. Von seiner eigenen Ethikkommission, die er eingesetzt hat. Das ist ja kein Verurteilung. Was heisst das? Der Sepp Blatter wird... Seit 17 Jahren, seit seinem Amtsantritt, wird der Sepp Blatter in Verbindung mit schwerwiegendsten strafrechtlichen Delikten gebracht. Niemand hat einen Beweis für das. In diesem Jahr haben wir eine massive Vorverurteilung gehabt. Unsere Bundesanwaltschaft hüsselt im Schlepptau der Amerikaner im Morgengrauen. Ich meine, in was für einem Land leben wir? Verhaftet sie Kongressteilnehmer? Sepp Blatter hat verhindert, dass die normale Justiz in der FIFA tätig werden. Er hat gesagt, das lösen wir in der FIFA. Ich meine, das ist ja fast schon ein heiliger Furor, den ich bei dir habe. Ich finde es unglaublich. Ich halte die Unschuldsvermutung höher. Aber er hat, das ist seine Ethikkommission, die Leute hat er eigenhändig, hat denen eigenhändig das Mandat gegeben. Roger, ich appelliere an Rest. Von deinem einst noch viel stärker kritischen Sinn. Du musst an so einer Ethikkommission kritisch sein. Ja, von wem soll ich denn? Hast du das Urteil gelesen von der Ethikkommission? Ja. Wo sie geschrieben hat, Sepp Blatter konnte nicht nachweisen, dass das und das alles in Ordnung war. Seit wann, lieber Roger, ist es ein rechtsstaatlicher Grundsatz, dass jemand seine Unschuld muss beweisen muss? Jetzt kann man sagen, für eine Ethikkommission gilt das nicht. Firma. Aber dann muss man doch auch in das Urteil... ist es etwas anderes. Ich sage nochmal, ich sage das. Ich kann auch nicht beurteilen, was in allen Facetten von der FIFA läuft. Aber für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, es gibt eine Unschuldsvermutung und einen Sepp Blatter. Entschuldigung. Und einen Sepp, bis jemand ordentlich verurteilt ist. Was heißt ordentlich? Und Sepp, FIFA ordentlich ist tätig. Für diese drakonischen Massnahmen müsstest du als Anwalt von der Verhältnismäßigkeit sagen, für jemanden, der so viel für den Fußball, so viel für die Schweiz, so viel gemacht hat, und jetzt fährt man so brutal gegen den 80-jährigen Mann. Ist das dein Gerechtigkeitsempfinden? Hast du ein Mandat von Sepp Blatter? Nein. Nicht. Gut. Es scheint manchmal so. Nein, zum Schluss etwas anderes. Ich rede da wirklich aus voller Überzeugung, auch wenn du mich auslachst. Nein, weil das ist klar, du bist immer hast eine andere Meinung als die meisten anderen. Das ist ja dein Reflex. Ich setze mich manchmal aber für die Schwächeren. Ja, für die Schwächeren. Seit du eben da bei dem Monopolbetrieb Fernsehen schaffst. Im Gegenteil, du bist immer auf der Seite der Starken. Ich setze mich für die Schwächeren. Aber hör mal, du hast ja gesagt,
Eben, du bist jetzt in Bern, das nimmst du ernst. Du bist schon in der ersten Session einer der grössten Schwänzer gewesen. Folgst also ein bisschen Karriere in dem Sinn. Jetzt bist du ja noch Kommission. 15% Abwesenheit. Aber jetzt morgen. Von einem Termin, den ich im Firmenbereich hatte, hat übrigens die Ökonomie gefehlt. Aber morgen hättest du Kommission. Du bist in der außenpolitischen Kommission. Ja. Bist dort dabei. Die haben 8 Sitzungen an 2 Tagen, immer Montag, Dienstag. Köppel ist morgen am Dienstag nicht dort. Ja. Oder? Also ich bedauere das, ich habe als Ersatzmann den Toni Brunner gerufen, aber ich habe morgen einen Vortrag. Ja, und zwar beim 3-Königstag über meine Rolle als Verleger und Politiker. Und das ist vor kurz nach meiner Kandidatur bin ich da angefragt worden, habe zugesehen und habe dort noch nicht gewusst, dass ich gewählt werde und habe nicht gewusst, dass da eine Kommissionssitzung ist. Kommissionssitzung. Kommission ist doch noch wichtiger als eigentlich in der Session dabei zu sein. Wenn ich etwas abgemacht habe mit jemandem, dann halte ich das. Ja. Und die haben mich wollen ab Person einladen. Ich bedauere das wirklich, aber ich glaube, der Toni Brunner wird mich sicher sehr gut, wenn nicht besser, vertreten. Okay. Nehme ich an, er ist jetzt nicht Bundesrat, wo du hast wählen, jetzt ist er auch nicht mehr Präsident, aber er tanzt schon ein bisschen nach deiner Pfeife. Nein, gar nicht. Toni Brunner ist übrigens ein ganz hervorragender Mann, der systematisch unterschätzt wurde. Gut, aber das haben wir jetzt ja das Wochenende zu Genüge gehört. Danke vielmals. Soweit also der Roger Köppel. Morgen Abend geht es über Köln und die Folgen davon für die Schweiz und für Deutschland in der Sendung Club. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.